So. Ah, jetzt juckt mein Ohr hier. Echt. Heute ist der Wurm drin. Der Wurm drin. Wahrscheinlich funktioniert jetzt mein Mikro schon mehr nicht oder so. Leckt mir auch alle den Popo. Popo. Wow, ist der männlich. Will er von mir auf die Fresse haben, auch von jemand anders. Oh, haben die ja Metakräfte bekommen eigentlich, diese Insassen? Das wirst du bereuen. Allein wenn ich meinen Achterangriff drücke, der gar kein Angriff ist eigentlich, kriegen die voll viel Schaden irgendwie nach meinem Gefühl. Oder es greift einfach jemand gleichzeitig mit mir an. Ist ja grausam. Diese Haare möchte kein Mensch haben, sage ich euch. Du betrittst jetzt den Striker-Beweismittelraum. Ach, leckt mir auch an den Sack, wenn ihr da nicht mitkämpft, kämpft ihr auch nicht mit. Ausrüstung. Sie werden die Situation ausnutzen, um zu entkommen. Sieh mal, was du tun kannst. Natürlich werde ich sehen, was ich tun kann. Ich werde immer sehen, was ich tun kann. Ich werde immer sehen, was ich tun kann. Vor allem werde ich sehen. Schurken vereinen sich. Ach so. Ach so, ist mit Captain Cold und so, wa? Wartet auf mich, ich will auch jemanden töten. Du wirst für Grodd brennen. Die Stimme. Grodd befiehlt es. Doom. The Doom. The Doom. Doom. Feuer. Captain Cold war ich dabei. Also ähnlich wenigstens. Oder auch nicht. Weather Wizard. Ich bräuchte mal kurz einen Drink. Doch, Captain Cold, da ist er. Ich brauche keinen Spiegel, um euch zu sehen, Kinderchen. Leider können wir jetzt, da wir unsere Waffen haben, nicht hierbleiben und plaudern. Kaputter Oh. Sorry. Normalerweise wäre ein Ausbruch der Rogues etwas Beunruhigendes, aber angesichts Grodds derzeitigem Zustand sind wir vermutlich sicherer, wenn sie weg sind. Geh zum Krankenflügel. Dort halten sie Grodd fest. Fühle es. Kein Problem, Elite Master. Aufgrund von Grodds psychischen Wellenlängen meine Verbindung zu dir abbrechen, also. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn Master nenne. Zu viel Dr. Who geguckt oder so. Wow. Die Resonanz meines Gedankenkontrollgerätes hat meine Kräfte verstärkt. Jetzt brauche ich dieses Fleisch nicht mehr, um dich Knochen um Knochen auseinanderzunehmen. Sehe die Seele der Wildheit, Gorilla Grodd. Grodd. Mann, ist der bankrott. Unterwirf dich, Grodd. Dominiere oder stirb. Oh, oh, ich will auch dominieren oder sterben. Das wirst du. Mann, die sehen ja aus wie Banes Mitglieder. Du gehörst mir. Du. Zerstöre deine Fesseln! Aua, aua, aua. Warum bin ich tot? Warum bin ich tot? Hallo, Elitemeister, hilfst du mir? Danke. Netter Kerl. Gefällt mir. Erstmal einen Drink zu sich nehmen. Aua!
dir nichts getan. Ha, war's das? Ups. Zerschmettere deine Kerkermeister! Was will er? Der raucht da irgendwas. Warum hält die ganze Zeit Fliegen und so ein Scheiß? Macht überhaupt keinen Sinn. Das wirst du bereuen. Alter, ich würde gern wissen, was der für CR hat. Das sollten sie noch so in den Statistiken hinterher anzeigen. Zorn ist Stärke. Guck mal, er nimmt die auseinander in einem Schlag. Die Macht der Urwut ist unvorstellbar. Kniet vor Grot. Kniet nieder, kleine Wilde. Auf eure Knie. Was? Nein, okay, dann war es nicht er hier. Sehr merkwürdig. Ich meine, sonst macht das wenig Sinn. Oh Gott, seine Energie wird entfesselt. War es vielleicht doch der andere da? Spinoza? Ich Spinoza. Reiße dich in Stücke! Nanu, was ist denn hier los? Ich sehe gar nichts. Ah, da ist er ja. Ich reiße dich in Stücke! Du machst erstmal gar nichts, Trott. Ich werde dich Stück für Stück zerreißen. So. Trau dich doch! Wen soll ich denn hier angreifen überhaupt? Ach ja, ihn da vielleicht. Das macht Sinn. Trau dich doch! Ey, nicht wegfliegen, das ist blöd. So, runter mit dir. Ich muss mich ausholen. Auf die Meine Knie Kraft mit dir. Das ist ja echt interessant. Wie ich so wenig Schaden machen konnte, ist ja echt faszinierend. Jetzt, wo Grodd wieder in seinem Kopf ist, sollte Stryker endlich zur Normalität zurückkehren. Ah. Ich sorge Nein, dafür, hier. Dass sie für seinen restlichen Aufenthalt ein geistiges Aufhebungsschild verwenden. Ah. Du hast soeben die gemeinste metahumane Festnahme diesseits von Metropolis ja, überlebt. Mehr oder weniger. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und danke. Einmal kurz erforschen hier. Hohohoho. Ho, ho, ho. 125. Na, wenn das nicht was ist, dann ist das nichts. Was Hilfe? Beacht Belebung, Präzision bleibt gleich. Der kann nie schaden, der Flachbildschirm. Schild. Wollte ich schon immer mal haben. Was ich brauche, sind Handschuhe. So einfach ist die Wurst. 530 habe ich jetzt gerade. So. Ups. GG. Kommt mit ins Schlumpfenland. Ich lade euch alle ein. So, machen wir zwei Spieler noch? Ja, machen wir. Ja, das hier ist mein Knie. U-Bahn von Alt-Gotham. Ah doch, warte. Bekommt man bei den Duos auch gute Sachen? Na, hoffentlich. Hallo? 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 Es ist so kalt hier unten. Hoffentlich hört Pinguin nicht, wie du dich beschwerst.
Glaubst du, er wird aufheizen, wenn ich frage? Deine Beerdigung. Na, dann geht's los. Du. Ich weiß nicht, Elite Meister 2, wie hoch, welche Stufe hat der gerade? Spastenhirn? Was Spastenhirn? So. Hami ist paralysiert und hat sich selbst Schaden zugefügt. Also ähnlich. Wahrscheinlich dem Tommy sogar eher. Da war nicht mehr drin. Jo, wahrscheinlich 30 Grad, oder? Gibt's den Pinguin Bescheid, er soll die Vögel loslassen? Dumm. Naja, der andere ist jetzt runtergefallen. Okay. Müssen wir herunter? Aua. Aua. Hey, guck mal, Schaum in der Luft. Hoppala. Da bin ich. Da hoch. Meint der, ich soll es alleine machen heute? Scheiße oder was? Hey Louis. Sorry. Jetzt geht's dies ab. Dies ist der Eingang zu Pinguins Schmuggeloperationsuntergrund. Es gibt mehr als einen Weg in die inneren Kammern hinein. Ich sag dir was. Ist lass so warm. Uns eine Münze werfen. Kopf, nimm den linken Korridor. Oh, keine Sorge. Du wirst mich schon wiedersehen. Kann sein, dass es echt willkürlich ist? Soll ich mal hier kurz was reparieren? Jo. Bin schon da, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Ist egal. Machine Gun Tommy, so macht man dort nicht, klar. Man geht mit Gästen gefälligst höflich um. Und ich bin ja wohl Gast hier. Sei hier Gast, sei hier Gast. Werde bedienen ohne Hass. Dich erbärmliches Tier. Der Pinguin schwört, er weiß, wer meine Venom-Lieferung verdorben hat. Ich werde sie finden und erledigen. Genau wie dich! Aber ich war das doch, der seine Venom-Lieferung verdorben hat. Manchmal ist der echt komisch. Der Bane. Ist zwar schon ein bisschen her mit seiner Venom-Lieferung, aber. Na gut. Okay. So. Aua, aua, aua. Naja, aua.
Warte, der wird in 40 Sekunden explodieren. Nicht explodieren, Bane. Nicht explodieren. Um dich kümmere ich mich später, Insektor. Dum 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 dum. Was ist mein Handy? Habt ihr auch gerade mein Handy gehört? Das ist doch nicht gut. Brauche mehr Gift.